Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 4. Letztes Mal bin ich in die Gotteshöhle gegangen, des Phantomgottes. Ja, bevor ich jetzt hier loslege, so richtig, will ich Rose ein bisschen heilen. Jo, passt. Und das war's eigentlich schon. Es geht gegen den Gott. Wer ist das wohl? Was habt ihr mit ihm zu tun, bitte? Ihr seid nur halb. Ja. Wer bist du? So, ihr seid die ersten, die Leviathan besiegt haben. Woher das weiß? Keine Ahnung. Wie auch immer. Ihr habt es nicht geschafft, ohne der Stärke des Lichts. Nur ich kann übers Licht richten. Ich bin der Richter, ich bin die Jury, ich bin der Kopf abreißt. Ich bin der Gott der Phantombestien. Bahamut! Und gleich Kampf gegen ihn. Und er ist stark. Er ist stark. 5! Er hat einen Zähler. Wenn der auf 0 ist, ist das Game Over. Gleich 4! Uh-oh. Reflex! 3! Wenn der auf 0 ist, Leute, dann müsst ihr das aushalten oder gut sein. Reflex! Oder Reflex drauf haben. 2! Komm, Lightcurtain! Bio! Du auch Lightcurtain, das ist auch Reflekt, nebenbei. 1! Slow! Schnell, nochmal. Yeah! Okay, 3 Knie und Reflekt und Mega Flair! BAM! 6000 Schaden auf Rüder. 4-9 auf ihn selber. 4-9 auf ihn selber, Leute. Er macht nur das, Leute. Er macht nur das. Was anderes macht er nicht. 5! Es geht wieder los! Nein, nein, nein! Leb! 4! Leb! Rüdiger, leb! Jetzt halt das slow, jetzt dauert es ein bisschen länger. 3! 3! 2! Geht's gleich los! 2! Reflecker, Rüdiger, schnell! 1! Komm schnell, nein! Mega Player! Ich schon wieder! BAM! Autsch! Phoenix wieder schnell! Reflekt ist schon zu Ende gewesen. 5! Ja, der ist hart! Der ist hart! Der ist knallhart! Wenn man jetzt nicht aushält, ist man gleich tot! 4! 3! Ich bin der Gott! Ich bin der einzige Gott! 2! Wer glaubt schon an den einen Gott von den Christen? Das ist der Gott, Leute! Kein anderer! Scherz! Refleck! Upsa! 1! Und... Refleck! Fast! Mega Flair! Bam! Autsch! 5! 4! Mein Wand. 3. 2. Reflekt. Schnell wieder aufbauen. Am Eis. Was? Ah. Hat doch angedauert. 0. Mega Flair. Bam. Er hat sich selbst getötet. 35.000 Erfahrungspunkte nur für Rosa. Das nenne ich mal ein Fight, Leute. Ich spüre große Kraft und Geist von innen, Rüdia. Wenn meine Power gebraucht wird, ruft meinen Namen. Wir haben Gott Bahamut besiegt und es war knapp. Hätte ich jetzt nicht mehr Reflekt drauf gehabt, das wäre dann so bitter gewesen. Das wäre so bitter gewesen. Moment. So. Also knallhart ist der Bahamut. Das ist kein Spaß. Teleport hier raus. So, tschüss Bahamut. Man sieht sich. Bahamut ist die stärkste Summon-Magie. Ist die stärkste. Ist doch klar. So, speichern mal hier. Boah, halbe Stunde war ich da drin. Wow. So lang? Ist mir gar nicht so lang vorgekommen. So, bevor es in den Kampf kommt, ziehen wir sortieren. Da kommt sicher jetzt ein Zufallskampf, ich wette mit euch was. Aber die Musik, die ist
Ja, interessant. Okay, es gibt, kommt doch kein Kampf. Schade. Na dann, eine Runde schlafen, weil, boah, das war hart. Gute Nacht. Das war richtig fies. Und stell dir vor, das wäre ohne Reflekt, also es wäre durchgegangen durch Reflekt. Wir wären so tot gewesen. Aber sowas von, das hält keiner aus. Keiner! Ich glaube nicht mal auf Level 90 hält man das aus. Das könnte knapp werden. Oder Level 99, das müsste ich mal austesten. So, jetzt weg von hier fliegen. Alle Tonale gemacht hier. Yes, jetzt geht's der Geschichte weiter. Ich muss nämlich zu diesem blauen Palast hier. Da gibt's eigentlich keinen Weg, wenn man zuerst sieht. Aber es gibt Höhlen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo der Weg beginnt. Moment. Muss kurz schauen. Dum, 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 dum. Die Musik ist. Moment, näher? Nein. Wo ist hier der Eingang? Okay, die Höhle ist mit der da verbunden, das weiß ich. Dann. Ah, hier. Hier, passt. Ich habe das nicht mehr ganz gefunden, wo der Landeplatz hier ist. Kann schon mal vorkommen. Die Gegner hier am Mond, die sind auch nicht ohne, also. Nämlich die da. Die Eukaryote und die Prokaryote, oder wie heißen. Setzt mal slow auf denen. Die haben nämlich ganz schön viel. Und der Zaman Bahamut kostet 60 MP. 60! Und dauert sehr lange. Ich stopp mal. Bahamut! Mega Flair! Geht durch, Reflekt. Es geht durch, Reflekt, und macht massig Schaden. Sehr viel Schaden. Ach, der ist kein Zuckerschleck. Und kostet 60 MP. Also sollte man nicht zu oft einsetzen. Ich habe es nur eingesetzt, damit ich euch das mal zeigen kann, wie das aussieht, wenn man Bahamut ruft, den Gott der Summons. Tja, was ist das für Kiste? Monsterkiste! Oh, schon wieder die. Die mache ich gerne mit Leviathan kaputt. Die halten doch einiges aus. Weißmagie, Kur 3. Besonders die Prokaryote, wie die heißen. Die hauen rein. Schwarz. Nein, wartet. Eis 3. Eiderlei. Bei dabei. Eis 3. Sei so freundlich, gib mir ein Eis. Ein Eis! Bam! Eiszapfenregen. Eigentlich müsste das ja Eiszapfenregen heißen, wie das aussieht. Geil. Ja, da gibt's noch Feuer 3 und Blitz 3. Wir haben ja alles noch zu sehen bekommen hier. Hoffe ich mal. Bio ist zwar schwach geworden, aber nicht mehr ganz gut. Bio! Ups, eine durchschnittliche Magie. Na? Tod. 7000 Punkte. Edge bekommt Level Up. Rüde bekommt Level Up. Yes. Und ich bekomme einen goldenen Apfel. Geil. 100 HP extra für Ridia. Ist klar, aber schau mal, wie die aussieht, Leute. Das ist doch ein Witz, oder? Die hält so wenig aus, das ist nicht normal. Und soweit ich weiß, kommen hier selten Gegner und die Musik ist episch. Die Gegner nerven, wenn sie vor allem von hinten kommen. Meine Güte. Esuna. So einfach geht das. Ah, hört man auf die Musik, die ist mystisch. Sie gefällt mir, auch wenn sie so ruhig ist. Was haben wir hier? Ein Moonkorten. Ah, ist sowas wie Reflekt, nur dauert viel länger. Und ein Stardust. Stardust hat den Effekt Little Meteor. Sehr nicht zu gebrauchen, finde ich. Ist überhaupt nicht zu gebrauchen. Ganz schön viele Gegner hier, die stark sind. Hui. Und draußen wieder diese Musik. Also ich weiß nicht, was der Musiker Nobuo Uematsu hier gedacht hat, dass er diese Musik gemacht hat. Wahrscheinlich ein Trompet oder so. Was ich hier MP verbrauche, ist auch nicht mehr normal. Das muss ich auch jedes Mal Leviathan rufen. Eieiei. Dauer wird das teuer. Wieder die mystische Musik. Bam. Moment. Bam. Gefällt mir richtig.
und jetzt hinein zum blauen Palast. Was wird uns dort erwarten? Zuerst mal speichern, bevor wir irgendwie zermissen werden. Ist klar. So. Die Kristallmusik und Heimat der Lunarians. Also der Mondbewohner. Hier ist nebenbei. Wups! Eine Heilung. Wups! Eine HP-Heilung. Auf der rechten Seite gibt's auch sowas, aber eine MP-Heilung. Aber es ist ein Unterschied zwischen links und rechts. Das werde ich euch jetzt gleich zeigen, was ich meine. Aber zuerst will ich meine MP auch voll machen. Nämlich hier. Ups! MP voll. So. Dann kann man. Ja. Unendlich oft drauf gehen, wenn man Lust hat. Und hier was drücken. Okay, hier nicht, aber es ist wirklich auf der linken Seite. Drückt mal bei der linken Seite vor dem Schalter X. Ich werde euch jetzt zeigen, was passiert. Es ist nicht schön. Nämlich hier. Monster. Ja, da sind Monster. Und hier X drücken. Und zwei sehr gute noch dazu. Die machen Stein auf Dauer. Also, den nicht ohne. Weit. Slow. Zuerst mal langsamer, Freundchen. Dann du da hinten, sei still mit Stopp. Langsamer, Freunde der Nacht. Autsch, und die greift immer zweimal an. Und mit Stone auch noch. Also, zack, zack, boing. Zack, zack, boing. Es ist hart. Stopp! So, einer ist mal Stopp. Weiß, Izuna, auf Idea. So. Dann Izuna, auf Edge. Dann ist der Stein weg. So. Du triffst mich nicht. Nein. Stopp. Auf den Vorderen dazu. Und dann geht jetzt die Party los. Attacke. Ja. Stopp. Halt an. Halt. Stopp. Genau. Halt. Stopp. Feuer. Angriff. Heilen brauche ich nicht unbedingt. Also. Was soll Rose machen? Sie hat keinen Angriff. Summon Leviathan! Jetzt können wir MP verbrauchen hier! Ich finde es nett, dass diese zwei wirklich gekommen, wenn man vollen Schalter X drückt. Das ist lustig. 5000 Schaden plus! Hallo! Der hintere hält das sogar aus. Na klar, den habe ich noch nicht angegriffen. Nochmal so schön war. Eis 3! Eisgar, 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 Eisgar! Dauert auch ein bisschen länger, glaube ich, wie Eis 2, aber sehr viel stärker. Eis 3! BAM! Der hält über 4,9 aus. Nett. Das ist wirklich nett, ja? 12, 13.000 sowas. 9.000 Erfahrungspunkte und ein Cottage! Das ist so eine Art Kiste, das gibt's leider nicht im Remake, das gibt's nur in der NES-Version, was ich schade finde. Okay, was ist hier? Willkommen! Hm? Ja? Wie? Was geht jetzt ab hier? Oh oh, sieht nicht gut aus. Blau. Ein Licht. Ein Stern. Wer bist du? Hi. Wer bist du? Ich bin... Moment. Ich bin Frosoja. Wächter der Leute, die schlafen am Mond, die Lunaria. Lunaria? Korrekt. Es ist eine lange Zeit her. Wir sind Leute von einem lang zerstörten Planeten, der zwischen den vierten und fünften Planeten dieses Solarsystems ist. Während der finalen Tage unserer Welt haben wir ein Schiff gebaut, um eine Fahrt aufzunehmen zum blauen Planeten. Die Reise war lang. Wir hatten Kammern zum Überleben. Ah, okay. Der blaue Planet? Der Planet, an dem ihr lebt. Aber die Kreaturen auf uns, auf eurem Planeten waren damals noch in Entwicklung. So haben wir einen anderen Mond gebaut und schlafen. Sie haben einen Mond gebaut? Geil. Die müssen sehr fortschrittlich sein. Ein anderer Mond? Ja, aber einer von uns schläft nicht. Er verweigert es.
Er will euren Planeten, alles was darauf ist, vernichten. Wie schrecklich! Er war ein brillanter Mann, aber er ist gefährlich. Impatient. Keine Ahnung. Wir haben versucht, ihn zu stoppen, aber er hört uns nicht. Er hört nicht. Er ist mehr bitter geworden. Mehr Rachegefühle. Er ist der eine, der einen Turm zur Babel gebaut hat. Und hat den Menschen die Werkzeuge gegeben, sich zu vernichten. Aha. Ich habe ihn dazu gebracht, dass er schläft. Aber seine Gedanken sind noch immer wach. Seine Person schläft, aber seine Gedanken sind noch immer wach. Wow! Über diesen Äonen ist er konsumiert worden mit Hass. Er hat seine psychische Stärke so stark gemacht, dass er alles zerstören kann. Er ist weit unten versiegelt. Er benutzt die Kontrolle mit einer dunklen Seele. Dann ist Goldbase auch nur eine Puppe? Er kontrolliert über dunkle Seelen. Wie heißt der Typ? Goldbase ist nur eine Puppe? Wer ist dieser Typ? Sein Name ist Semos. Die Kristalle sind unser Mittel zur Energie. Semos weiß das. Er benutzt die Kristalle, um den Dimensionslift zwischen dem Turm zu Babel aufzubauen. Wenn einst alle Kristalle zusammen sind, wird der Lift den Menschen Unheil bringen. Den Giganten von Babel. Der Weg zum Mond, das ist das also. Was das wohl ist, der Gigant zu Babel? Aber der Rest von den... Ich mag's nicht zu verhalten. Er will alle Leute des blauen Planeten zerstören und wir sind ihnen was schuldig. Ich muss mit ihnen sprechen. Wir müssen unsere Hoffnungen, unsere Furcht, unsere Erfahrungen teilen und unser Schicksal. Zusammen können wir ihn aufhalten. Wir können so viel machen. Wir träumen von diesem Tag, wenn es vorbei ist. Was ist mit dem magischen Schiff, das uns hergebracht hat? Es ist noch nicht lange her. Mein jüngerer Bruder Kluja hat ihn gebaut und zum Planet gebracht. Kluja war derjenige, der sehr oft von eurer Welt gesprochen hat und eurer Evolution geholfen hat. Ah, danke. Er hat die Devil World gebaut und hat die Technologie gegeben, um Luftschiffe zu bauen. Danke für diese Technologie, Kluja. Hui. Ich habe Mycidia gefunden und hat ihnen die Legenden gelehrt, die unsere Träume Realität werden machen können. Ja, immer. Kluja ist in Liebe gefallen. Mit einer Frau von blauem Planeten. Sie hat ihm zwei Söhne geboren. Einer davon warst du, Sessel. Das heißt, Sessel, sein Vater, kommt vom Mond. Aha. Da war die Stimme, die ich gehört habe, Mount Ottils. Dein Vater, Klujas Geist. Ich verstehe jetzt. Yes, du siehst wie Kluja aus, wie er jung war. Diese Stimme war mein Vater? Kluja hat dir eine Stärke gegeben, um Semos zu bekämpfen. Wir müssen ihn stoppen. Für die Leute am Mond und für den blauen Planeten. Wir müssen zum Turm zu Babel schnell. Der Turm zu Babel? Aber er ist mir von der Barriere umgeben. Ich habe die Stärke, diese Barriere zu neutralisieren. Wir können nicht den Giganten von Babel den blauen Planeten überlassen. Ich gehe mit euch. Lunarian Fusioia ist der Party beigetreten. Er ist ein Rotmagier, also ein Buntmagier. Er kann Weiß- und Schwarzmagie höchster Stufe wirken. Also, hier, holy shit! Kur 3, Kur 2, Life 2. Das ist sowas wie Life 1. Dauert länger, nur
Während das Leben sofort aufgefüllt ist, kostet sehr viel, für meinen Geschmack zu viel. Kur 4 kann der Gute auch. Slow Haste. Also er kann jede Weißmagie und jede Schwarzmagie. Jede. Auch Meteor. Auch Meteor kann der gute Freundchen hier. Und ich bin gerade ein bisschen am Sortieren hier. Feuer, Eis, Blitz. Quake ist auch ein sehr guter Zauber. Er lernt Rüde auch noch später. So viel kann man schon sagen. Osmose. Poison. Flair. Kostet 50 MP. Tornado. Meteor. Setze ich ehrlich gesagt nie ein. Kostet 99 MP. Also er ist ein Buntmagier. Und er gehört hinten hin. Er gehört hinten hin. Ist klar. So, mal hier ein bisschen sortieren. Und die Musik, die ist so geil hier. Hallo Rose, wie geht's? Hallo Fusoya. Ja. Rydia. Cecil Edge. Yes. Und hier hinten sind die Kristalle des Mondes. Diese Kristalle gehören nicht uns, sie gehören dem Mond. Das sind eigene Kristalle. Worum es sich handelt, ich glaube, mit denen kann man sogar reden. Ja, man kann mit Kristallen reden. Hui. Da. Der Balance der 8 Kristalle des blauen Planeten. Wir sind hier, um den Mond zu beschützen. Ja, die 8 Kristalle, die sind schon nice. Der Unterstock in der Center des Raums führt zum Kern des Mondes. Semus Gebiet. Semus wohnt dort unten. Semus. Auch jetzt versuchen wir, sein Siegel zu verbrechen. Also er versucht, Siegel zu brechen. Der Semus. Semus hat Golpes benutzt, um die Kristalle des blauen Planeten zu steigern und seinen Stärke zu steigern, zum Turm zu Babel. Ja, die Kristalle erstellen eine interessante Geschichte. Nur unsere Stärke halten Semus gefangen. Mystisch. Semus ist ein schrecklicher Mann. Er hat die Erde verurteilt. Ja, sein Geist ist erfüllt mit Hass. Ja, Kristalle, ihr seid schon nett. Die Leute des Mondes, sie schlafen unter der Erde. Fusoya wacht über sie. Ja, das haben wir schon gehört. Was sagst du? Wir sind die Kristalle des Mondes. Toll. Dann hätte ich als erstes nehmen sollen. Egal, Fusoya, ehrlich gesagt, Leute, bringt den um. Kein Scherz. Bringt den um und macht euer Team aus 4 Mitgliedern. Fusier tut ihr nie wiederbeleben. Dann bekommt ihr mehr Erfahrungspunkte. Tja, so viel dazu. Next Part geht's dann wieder ab. Also, bis zum nächsten Mal. Und ciao.